Hi Leute, mach mich wieder in die Spur. Ich habe ja in dem letzten Video gesagt, dass ich nach Hamburg fahren will. So, ich habe jetzt nochmal ausgiebig im Internet geguckt. Online-Karten sind alle ausverkauft. Die sind ein bisschen billiger auch, da zahlst du 20% weniger. Also wer kann, sollte online buchen. Auch hast du deine Karten dann schon und kannst gleich rein. Man kann sich aber auch anstellen und warten. Und kommt theoretisch auch noch rein. Ich rede hier vom Wunderland Hamburg, Miniaturwunderland Hamburg. Jedenfalls habe ich mich jetzt entschlossen, ich mache mich jetzt in die Spur. Ich sitze ja schon im Auto und will jetzt, jedenfalls mache ich mich dann in die Spur und fahr dann ungefähr eine Stunde los. Da ist es dann so um 6, 18 Uhr. Werde ich bis kurz hinter Berlin fahren und mir dort einen Schlafplatz suchen. Fahr dann morgen den Rest bis nach Hamburg. Sollte eigentlich bequem zu schaffen sein. Ich lade jetzt noch gerade den Film hoch, deswegen muss ich noch ein bisschen warten. Und habe gerade Zeug ins Auto geschafft und nehme das hier mal schnell auf. Ja, wie gesagt, packen und dann geht's los. Schauen wir mal, wo wir heute Abend landen werden. Ich werde dann irgendwo hinter Berlin dann mal von der Autobahn runterfahren und gucken, was in der Umgebung ist. Sind viele schöne und dicht bei dicht, jetzt was bei Park 4 Night eingetragen ist an Schlafplätzen. Ansonsten irgendein Parkplatz, wo ich mich jetzt ohren kann, finde ich schon. Und dann habe ich mir auch schon mal rausgesucht, wo Parkplätze sind in Hamburg. Also gibt kostenlose Parkplätze. Sogar bloß, was weiß ich, ca. 5-6 Minuten zu laufen von da aus. Vom Parkplatz bis zum Wunderland. Direkt am Wunderland ist ein Parkplatz, der kostet glaube ich die Stunde 3 Euro oder sowas oder 2, weiß ich jetzt gar nicht genau. Und ein bisschen billiger gibt es noch auf halber Strecke bis dorthin, wo ich den kostenlosen Parkplatz habe. Der kostenlose Parkplatz, falls den jemand mal sucht, der ist auf der Bankenstraße oder Bankstraße. Das ist direkt hinter der Großmarkthalle Hamburg. Großmarkthalle ist eigentlich bei Google direkt zu finden. Und direkt dahinter ist die Bankenstraße. Bankstraße, Bankenstraße. Egal. Aber ich bin jetzt hier bei Verbelin in der Nähe und da habe ich mir an irgendeinem See einen Platz gesucht. Jetzt habe ich aber auch schon ganz schön hoch. Wir haben einen schönen Platz für die Übernachtung gefunden hier. Bis dahin, weil ich gestern wollte, bin ich zwar nie gefahren, ich bin hier 20, 30 Kilometer vorher, hatte dann keine Lust mehr zum Fahren und habe mich dann hier an den See gehauen. Ja, ich stand hier eigentlich ganz gut. Hat auch keiner gemeckert oder sowas, ging mir keiner auf den Geist. Früh haben, da lag ich noch im Bett, erste Pärchen sich auf die Bank gesetzt hier und gefrühstückt. Ich habe mich dann langsam auch so aus dem Bett gequält und als ich rauskam, sind die dann gerade wieder losgefahren. Und dann war noch eine Frau mit dem Hund hier, mit der habe ich mich mal kurz noch unterhalten. Die war auch ganz nett. So, und jetzt geht's weiter bis Hamburg.
Ich habe ihn dann nicht mehr allzu weit. Nun werden wir sehen, ob ich noch eine Karte kriege. Wenn nicht, fahre ich dann gleich ein bisschen weiter. Ansonsten fahre ich dann morgen noch nach Labo. Will mir das U-Boot dort angucken. Und werde danach schon die ersten Kilometer wieder Richtung Heim fahren. Da bin ich dann Sonntagnachmittag wieder zu Hause. Ich habe mich gestern erst auf die Bank gesetzt, aber die Mücken sind dann ziemlich anstrengend geworden. Und da habe ich mich dann ganz schnell wieder nach innen verkrochen, nachdem ich gegessen hatte. Nach 200 Metern den mittleren Fahrstreifen benutzen, um links auf Klosterwall abzubiegen. Rechts abbiegen auf Oberhafenbrücke, dann rechts abbiegen auf Altländer Straße. Cool. Rechts abbiegen auf Banksstraße. Mal schnell noch einen Impftermin machen, weil die lassen nur geimpft hier. Testtermin, die lassen nur Getestete rein. Beziehungsweise wahrscheinlich die Impfte. Ach, und die Maske darf ich nicht vergessen. Siehst du, die hätte ich gerade. Ich hab nicht dran gedacht. Leiden Sie an Symptomen? Nein. Ja, der nächste freie Testtermin war 16:45. Aber da ich jetzt hier bin und auch erstmal schnell drüber gucken will, das ist ja noch über den Kanal drüber, sind 10 Minuten zu laufen. Gehe ich jetzt erstmal hin und gucke, ob die mich eventuell doch gleich testen. Termin ist aber erstmal gebucht. Ja, schauen wir mal.
Uhr. Und jetzt sind wir 4 Stunden wieder drin. Zeit wäre noch, wir haben bis nachts in uns auf. Aber irgendwann wird es zu viel. Deswegen musste ich jetzt langsam gehen. Ich bin auch schon fertig. Ich bin ein bisschen in dem Hin und Her gerannt. Also auf alle Fälle ein Besuch wert. Auf alle Fälle werde ich nochmal irgendwann hier rangehen. Und jetzt wird noch an so einem Ufer da drüben noch gecasht. Und dann suchen wir uns einen Platz, wo wir mal über Nacht brauchen. Haben gefunden. War hier unter der Plattform, wo ich jetzt gerade sitze. Eigentlich kein großer Erfolg. Ja. Den war um die Ecke gegriffen und die Schatten in der Hand. So, und dann war es das für heute. Ich fahre noch ein bisschen höher nach Norden, weil wenn ich einmal schon so weit hoch im Norden bin, wo ich auch schon lange mal hin wollte, das erste Mal in den 90ern irgendwann, aber das ist ein anderes Thema. Und zwar will ich noch nach La Boe fahren. Das ist hier, ich sag mal, in der Nähe von Kiel. Und dort ist das einzige übrig gebliebene U-Boot vom Zweiten Weltkrieg ausgestellt. Das kann man doch besichtigen. Da gucke ich mir das Museum noch an und dann werde ich wieder Richtung heimwärts fahren, da ich irgendwann dann zwischen Hamburg und Berlin irgendwo auf halber Strecke noch eine Nacht übernachte. Übrigens, Hamburg ist eine blöde Stadt. In total scheiß Gefahren. Erstens mal, alle Ampeln, und die haben teilweise Ampeln aller 100 Meter, alle Ampeln sind rot, wenn du ranfährst. Sowas wie grüne Welle oder so kennen die in Hamburg selber gar nicht. Und was dann noch, das kenne ich zumindest aus Dresden, Berlin, wo ich schon öfters mal gefahren bin. Und ähnliche große Städte sind wenigstens ein paar Hauptverkehrsadern Parkverbot. Aber hier in Hamburg rechts zugeparkt, dann hast du zwei ganz enge. Dann haben die noch vier Spuren draus gemacht. Dass du sozusagen total enge fährst. Ist ziemlich anstrengendes Gefahr durch die Stadt. Meine Zusatzbatterie, die ich eingebaut habe, die habe ich mit 80 Ampere Zuleitung versehen, beziehungsweise mit einer 80er Sicherung. Allerdings, wenn die sehr entladen ist, dann komme ich wahrscheinlich leicht über die 80 Ampere. Da löst nach 60, 70 Sekunden dann meistens die Sicherung aus. Wenn die Sicherung dann schon ausgelöst hat und warm ist, dauert es dann bloß noch 10 Sekunden. Ich hatte das Auto dann in der Sonne stehen gehabt. Ich habe ja hier vorne mein Solarmodul. Und noch ein paar Mal den Motor laufen lassen und eingeschalten. So in Abständen von 10 Minuten. So, jetzt sind wir in Kiel. In Abständen von 10 Minuten. Und jetzt
hab vergessen, was ich sagen wollte. Nach einer Weile hat sich die Batterie so weit wieder geladen, dass die unter den 80 Ampere geblieben ist. Und jetzt hat sie wieder auf der Fahrt hier durchgehalten und lädt. Also wäre so ein Ladebooster, bei dem man den Ladestrom einstellen, so ein Ladebooster, bei dem man den Strom einstellen kann, wäre wahrscheinlich doch ganz nützlich. Muss man mal angucken, wie ich das mache. Könnt ihr noch so ein Ding einbauen? So, wir sind jetzt hier Kiel eingefahren. Bis La Bö sind es noch 33 Kilometer, sagt das Navi. Gut, meld mich dann am U-Boot wieder. Wenn jetzt hier zufällig mal Parkplatz frei wird, könnte ich mal hier gucken. Hier ist ein großer Wochenmarkt hier. Da finde ich bestimmt auch ein Bagdad. So, jetzt sagen wir mal, wo wir hinfahren. Okay, ich glaube, mein Navi weiß jetzt, wo wir hinwollen. Ja, wie gesagt, ich bin gerade über den Markt. Ich bin gerade über den Markt gelaufen. Den alle möglichen Bauernhöfe. 400 Meter links abbiegen auf Dänische Straße. Sind alle möglichen Bauernhöfe aus der Region hier vertreten, die hier Zeug verkaufen. Da habe ich hier gleich noch ein Stück Salami mir geholt und ein Stück Lackschinken und wie gesagt ein paar Brötchen. Und dann habe ich, weil meine Fresse wieder größer war wie der Hunger. Rechts abbiegen auf Dänische Straße, dann rechts abbiegen auf Prinzengarten. Und weil meine Fresse wieder größer war als der Hunger, habe ich einen Mohnzopf gekauft. Aber einen Mohnzopf, also einen richtigen. So, ist das hier schon der Hafen oder was? Fahrt hier echt der AIDA? Ich habe schon irgendein Neubau-Hotel oder so was gehalten, aber es scheint das Schiff zu sein. Dem Streckenverlauf 3 Kilometer folgen. Dort, ja, das ist das Schiff. Die ganze lange schlafen. Den allein, mit denen sind wir damals nach Helsinki gefahren. Und für das U-Boot interessiere ich mich vor allem, weil ich die Computerspiele Silent Hunter immer gerne gespielt habe und noch ab und zu auch mal spiele. Hier befehligt man ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg und muss sozusagen durch den Atlantik kreuzen und da diverse... Nach 400 Metern geradeaus auf Schwedendamm. Muss durch den Atlantik und durch die Ostnordsee kreuzen und diverse feindlichen Schiffe halt torpedieren. Angekommen im Labor. Und da hinten steht das U-Boot. Und ich Blödi habe natürlich die Maske vergessen. Da muss ich nochmal zurück. Was
Impftermin müssen natürlich immer wieder feucht gehalten werden. Wir sind jetzt schön faul. Ich nehme auf zu im Hospital. Aber so wie ich schwitze, ist das für mich auch akzeptabel. Mit was kann ich mich untersetzen? Immer wieder hoch und dann springe ich nochmal ins Wasser. Und mit Papa bin ich noch hoch. Ja, ich bin gerade nochmal ins Wasser gegangen. Angenehm warm ist die Richtung hier. Aber auch sauflach. Der Ballaton war tief dahin.